Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Orga TV. Mein Name ist André. Die heutigen Themen der Sendung sind zum einen, wir waren im Deutschkurs für Flüchtlinge in Blieskastel. Unser Team war dort zu Gast und hat eine Unterrichtsstunde begleiten dürfen. Dazu habe ich noch einen Gast, auf den ich mich heute sehr freue, begrüßen zu dürfen. Und zwar Aladin, der seit Januar hier in Deutschland ist, aus Syrien und uns seine Eindrücke von Deutschland und der Uni Saarland schildern wird. Wir haben ein weiteres spannendes Video für euch zum Thema Leadership im Sport gedreht. Eine Beitragsreihe, die, wie ich finde, immer mehr an Attraktivität gewinnt und ihr als Zuschauer auch sehr interessiert verfolgt. Diesmal stellen wir euch die Fußballmannschaft des FC Saarbrücken vor, aber nicht die Herrenmannschaft. Nein, diesmal nehmen wir eine Damenmannschaft unter die Lupe. Also bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, was dabei rauskam. Passend zu dem Thema Fußball habe ich heute einen Schiedsrichter bei mir im Talk, der mit uns auch über seine Erfahrungen sprechen wird, wie er ein Spiel leitet und führt. Die Beitragsreihe Tipps und Tricks ist wie jedes Mal wieder dabei. Heute habe ich das Thema Weihnachtsdeko. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Ich möchte dazu aber noch nicht so viel verraten. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, könnt ihr dies tun über Facebook. Wir haben eine Seite orga.tv. Wir freuen uns über jede Art von Anregung, die ihr uns schickt. Wir starten mit der Reportagenreihe Flüchtlingsthematik. Wir geben euch jede Woche einen Einblick, was in puncto Integration im Saarland passiert. Ihr wurdet informiert, wo die Flüchtlinge ankommen. Zum Beispiel in Lebach waren wir und wir haben euch Organisationen vorgestellt, die Leuten helfen, einen Job zu finden oder eine Wohnung zu finden. Und letzte Woche habt ihr auch noch gesehen, was unsere Uni bereit ist, zu tun, um Flüchtlinge auch hier an uns, unserer Uni Saarland, zu integrieren. Natürlich auch immer mit einem Hinweis, wie ihr euch dort einbringen könnt und was ihr dafür tun könnt. Die Videos dazu sind alle in unserem YouTube-Channel Orga TV Saarbrücken zu finden. Die Sprache ist auch eine Art der Integration. Die Sprache legt den Grundstein der Kommunikation und diese baut wiederum Beziehungen auf. Das ist auch eine Art, eine Kultur eines Landes zu erforschen. Das Ziel ist nicht, sich 100% anzupassen, aber ein Teil der Gesellschaft zu werden und sich zu integrieren. Wie das der Deutschkurs in Blieskastel meistert, zeigen wir euch in unserem nächsten Beitrag. Wir waren wieder im Rahmen unserer Flüchtlingsreihe unterwegs. Diesmal waren wir für euch in Blieskastel und haben uns dort einen Deutschkurs für Flüchtlinge angeschaut. In den Räumlichkeiten der Volkshochschule Blieskastel wird den Flüchtlingen die Möglichkeit gegeben, bereits vor den darauf folgenden Integrationskursen die deutsche Sprache zu erlernen. Mein Name ist Maria Dussing-Schubert. Vor mehr als einem Jahr war ich in Homburg an der Tafel, habe dort Kleider abgegeben für Flüchtlinge, da ich ziemlich viel Zeit habe, habe ich dann gedacht, ich könnte dort helfen. Und sofort hat der Chef gesagt, ja, was können Sie? Und ich habe gesagt, ich kann eigentlich nur Deutsch unterrichten, das im Sitzen. Ab diesem Zeitpunkt habe ich dann tatsächlich jetzt jede Woche einmal 2 Stunden in Homburg unterrichtet und habe dann aber gesagt, warum soll ich das in Homburg nur machen? In Blieskastel sehe ich auch Flüchtlinge, die mir vor den Füßen herlaufen. Mittlerweile bin ich von unserem neu gegründeten Verein Flüchtlingshilfe e.V. Dafür zuständig, die Deutschkurse zu organisieren. Wir haben im Moment zwischen 25 und 30 Deutschlehrern. Das sind zu 90% tatsächlich ehemalige Lehrer. Zurzeit haben wir 15 Kurse, die mittlerweile über das gesamte Stadtgebiet Blieskastel verteilt sind. Und unser Ziel ist, dass also die neu ankommenden Flüchtlinge, die bisher nicht in einen Kurs, in einen offiziellen Kurs zugewiesen waren, dass wir die zweimal in der Woche jeweils 2 Stunden unterrichten. Das hat bisher ganz gut funktioniert. Mittlerweile gibt es mehrere Anbieter von Kursen, aber wir haben immer noch jede Woche genügend Zulauf und wir bemühen uns ganz einfach, das auch immer dann uns auf die neue Situation einzustellen und ich denke, das läuft ganz gut und die Leute sind sehr dankbar. Ich heiße Radha. Woher kommen Sie? Ich komme aus Syrien. Woher kommen Sie? Ich wohne in Blieskastel. Ich heiße
Wie heißen Sie? Ich heiße Tuavia. Woher kommen Sie? Wo wohnen Sie? Hier unterrichten 25 bis 30 Lehrer, Anfänger wie auch Fortgeschrittene, die auf einen offiziellen Integrationskurs warten, aber noch keine Plätze haben. Die Lernziele des Deutschkurses reichen von der ersten Kommunikation, wie man sich im täglichen Leben zurechtfindet, bis hin zum Vermitteln von Werten wie Pünktlichkeit oder Geschlechtergleichheit. Also meine persönlichen Erfahrungen sind sehr intensive Erfahrungen. Ich habe jetzt schon so viele neue Leute kennengelernt, so viele nette Leute, so viele junge Leute, die zum Teil, wenn sie einen länger kennen, über ihr Schicksal dann auch erzählen. Das trifft mich jedes Mal immer wieder ins Herz und ich versuche, wo es irgendwo geht, dann auch zu helfen und zu koordinieren. Ich sage immer, die Welt alleine kann ich nicht retten, aber das, was man an der Stelle dann an der Basis quasi Gutes tun kann, das kommt mehrfach zurück. Ja, das war wirklich eine tolle Atmosphäre dort im Video und auch das Engagement der Schüler sowie der Lehrer war echt toll zu sehen. Jetzt habe ich noch einen Gast bei mir, den Aladdin. Ja. Wenn du dich einmal ganz kurz vorstellen möchtest. Guten Abend, ich heiße Aladdin, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Syrien und ich bin Palästinenser. Okay, ja. Schön, dass du da bist. Ja, ich werde jede Frage einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch sagen, dass auch alle das verstehen und du kannst, je nachdem, wie du möchtest, auf Englisch oder Deutsch beantworten. Ja. Ja, wo kommst du her? Und hast du in deinem Heimatland schon studiert? Und was hast du da studiert? Ich komme aus Syrien und ich war als Kommunikationsstudent studiert und danach komme ich zu hier, zum Deutschland. Okay. Und was studierst du hier? What do you study here in Saarbrücken? Jetzt bin ich als Studentenkolleg in Saarbrücken in Saarland-Uni. Und Sprachekurs mit Programmieren und Mathematik Fächer. Okay. Und wie kamst du darauf, das zu studieren? Why did you choose Wirtschaftsinformatik to study? Weil ich möchte mein Studierte im Syrien weitermachen und das wünsche ich. Ja. Okay, ja, das glaube ich dir. Ein Freund von mir studiert auch Cybersecurity, der heißt Mehdi. Weißt du schon, in welchem Bereich du gehen, which point of cyber security, or do you want to program, which? Programming ist einfacher zu mir, weil ich ich habe im Syrien angefangen und das musste ich. Das liegt dir am besten. Einfacher, ja. Ja, okay. Wie hast du erfahren, dass du hier an der Uni studieren kannst? Where did you get to know to study here at this university? Ich war seit 2 Monaten im Integration Course im Saarbrücken, Johannesstraße und ich habe gehört, gibt es einen Test für Flüchtlinge ohne Papier im Saarland-Uni. Yeah. Und deshalb habe ich entschieden, zu hier kommen. Okay, und fühlst du dich wohl bis jetzt? Also, do you feel comfortable here at this university? Ja, yes? Ja, alles klar. Sind dort gewisse Unterschiede zwischen der Uni, wo du angefangen hast, und der jetzigen Uni? Are there any differences between the university in Damascus and here at Saarbrücken? Nein, ich glaube, gibt es nicht die großen Unterschiede, aber hier Saarland-Uni ist größer als Damaskus-Universität, okay. Ja. Ja, und wenn du jetzt sagen würdest, dass du etwas Bestimmtes in Damaskus vermisst, gibt es da irgendwas, was dir hier fehlt? Ja, am besten vermisse ich meine Familie und meinen Freund und Freundin auch. Ja. Ja.
Und ist dort irgendwas Bestimmtes hier in Deutschland, was für dich ungewohnt war? Hast du da irgend so ein Beispiel, was du von daher damals nicht kennst? Manera Bazar. Ja. Okay. Und wie gefällt es dir hier bis jetzt? Hast du irgendwelche bestimmten Erfahrungen gemacht? Das habe ich. Alles gefällt mir und alles gut. Man muss unter Stress arbeiten. Es ist ein bisschen schwer. Ja. Neue Sprache, neue Gebräuche und Sitten und Gebräuche. Ja. Muss man gewohnt und mit Geld auch. Aber schlimme Sachen zu mir, vielleicht ist der Kleine. Ich bin Palästinenser und wir sind 14 Millionen überall, aber leider staatenlos oder unbekannt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Okay, ja. Aber fühlst du dich hier wohl in Saarbrücken? Also hast du schon Freunde gefunden zum Beispiel? Ja, in unserem Dorf, die Leute sind sehr freundlich und nett. Und hier im Saarland auch, speziell im Saarland. Und ich möchte auf diesem Kanal alles Leute in Deutschland danken, danken. Und besonders im Saarland und besonders in unserem Dorf Ormesheim, okay. Und Helfer zum Flüchtlinge. Und besonders liebe Schwester Maria. Okay. Ja, dann viele Grüße an die Maria. Ich begrüße. Ja, dann habe ich noch eine Frage. Du hast gesagt, du wohnst in Ormesheim. Hast du auch den Deutschkurs in Blieskastel besucht? Did you visit any? Ja, ich habe im Johannstraße Deutschkurs besucht, aber in Blieskastel leider nicht. Mhm. Und unsere Nachbarin im Ormesheim haben uns geholfen mit Deutschsprache auch. Okay, und in Ormesheim machst du da irgendeinen Sport? Hast du irgendeine Sportart? Ja, Fußball spielen. Ja. Hast du auch irgendeinen Lieblingsverein oder Mannschaft? Hier in Deutschland oder generell, draußen? Ja. Argentina, Barcelona, okay. Bayern München okay. In Deutschland. Das ist ein lustiger Mix von Mannschaften. Ja. Und hast du einen Lieblingsspieler? Lieblingsspieler? Favorite player of yours? Leo Messi. Ja. Of course. Aber thank you for being here. Also vielen Dank, dass du heute hier warst. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, wir können nachher mal E-Mail-Adressen austauschen und dann... So, vielen Dank jedenfalls und schönen schön. Abend noch. Gerne, danke. Danke. Okay. Wir machen weiter mit unserem Beitrag zum Thema Leadership im Sport. Ihr habt vorhin richtig gehört, wir haben diesmal eine Damenmannschaft besucht und zwar den 1. FC Saarbrücken. Dort haben wir Coach, Captain und Spieler anhand von den Fragebögen befragt und anhand unserer Fragebögen analysiert. Ich denke, Fußball ist ein Sport, den jeden von uns interessiert, spätestens bei der WM oder bei der EM, die ja hier in der Nähe in Frankreich stattfinden wird, verfolgen wir die Spiele mit Freunden oder Familie am Fernseher oder auch mit ganz vielen Leuten im Public Viewing auf den Leinwänden. Auch die Frauen sind bei Public Viewing Veranstaltungen mit voller Begeisterung dabei, mit Flaggen im Gesicht und Trikot und Schals. Und ich glaube, an dem Moment, als Götze das Weltmeistertor geschossen hat, weiß jeder, wo er in diesem Moment war und was er dabei gefühlt hat. Ich war in Mainz beim Public Viewing mit fast 20 Leuten und finde es toll, wie Sport Leute so begeistern zusammenbringt und stolz auf ihr Land macht. Ich bin teils Holländer und Deutscher, ich habe beide Staatsbürgerschaften. Das ist nicht immer für alle so begeistert, wenn ich erzähle, dass ich mich für beide Mannschaften interessiere. Aber ich weiß noch, als Niederlande gegen Spanien 5:1 gewonnen hat, da waren wir alle so ein bisschen für die Niederlande. Im Fußball waren auch die Damen der Nationalmannschaft in den letzten Jahren gerade nicht unerfolgreich. 2003 und 2007 ist die Mannschaft Weltmeister geworden und 2009 und 2013 Europameister. Also im Punkt zu Erfolg stehen die Damen den Herren nichts nach, eher im Gegenteil. Wir waren die letzte Woche im Training der Damenmannschaft des FC Saarbrücken und wie diese Damenmannschaft trainiert und wie die Beziehung zwischen Trainer und den Spielerinnen ist, seht ihr jetzt in unserem nächsten Beitrag Leadership im Sport beim FC Saarbrücken. Die Serie Leadership im Sport hat uns in dieser Woche zur ersten Frauenmannschaft des FC Saarbrücken geführt.
Vor Ort haben wir auch hier mit dem Trainer Taifur Dian und Mannschaftskapitänin Lena Ripperger über ihre langfristigen Ziele und den Führungsstil gesprochen, sowie Fragebögen zu diesen Themen an Mannschaft, Coach und Captain ausgeteilt. Wir wollten wissen, was die langfristigen Ziele von Trainer, Kapitänin und Mannschaft sind. Langfristiges Ziel ist halt, ich bin jetzt da seit fast 3 Jahren mit der Mannschaft. Und ja, Ziel ist halt, irgendwann mit der Mannschaft in der ersten Bundesliga zu spielen. Und dafür bereiten wir uns vor allem in dieser Saison. Die letzte Saison war Ziel halt, dass wir immer oben mitspielen. Aber die Saison halt haben wir vor, wie vor Ende der Saison oder die nächsten 2 Jahre oder sowas in der Bundesliga zu spielen. Ja, wir haben mehrere und zwar die bauen alle aufeinander auf. Und zwar haben wir eins, dass wir zum Beispiel eine junge Mannschaft sind und wir wollen uns stetig weiterentwickeln. Und das hat halt zur Folge, dass wir noch viel lernen müssen und an unseren Aufgaben wachsen müssen. Ein weiteres Ziel wäre zum Beispiel, dass wir eine stabile Leistung über einen längeren Zeitraum schaffen. Und so können wir zum Beispiel auch unser Hauptziel, den Aufstieg in die erste Liga, verwirklichen. Und ja. Die Mannschaft nennt als primäres Ziel geschlossen den Aufstieg in die erste Bundesliga. Auch nach den persönlichen langfristigen Zielen von Trainer, Kapitänen und Mannschaft haben wir gefragt. Persönliches Ziel ist halt, so lange es geht, bei der Mannschaft zu bleiben, weil mir macht Spaß, mit den Medien zusammenzuarbeiten. Und ja, mein Ziel ist halt, so wie gesagt, so lange es geht, hier zu bleiben und mit der Mannschaft halt zu schaffen, in der Bundesliga zu spielen. Da ich noch nicht so lange in der Captain-Position bin, befinde ich mich halt in der Lernphase und die möchte ich halt möglichst gut durchlaufen. Ein weiteres Ziel wäre natürlich, damit ich die Mannschaft zum Aufstieg führe, das mit einer guten Leistung. Und ein weiteres Ziel, das daraus folgen könnte, wäre, dass man Spielerfahrung in der ersten Liga sammeln könnte. Als persönliches Ziel nennen die Spieler die eigene sportliche Weiterentwicklung, einen Stammplatz auf dem Platz zu bekommen sowie verletzungsfrei zu bleiben. Coach Taifur hat uns erklärt, was seiner Meinung nach die 3 größten Verpflichtungen eines Trainers gegenüber seiner Spieler sind. Ich kenne die Mannschaft jetzt so lang und ich versuche jeder Spielerin weiter zu entwickeln. Und entwickeln in der Technikbereich, im Taktikbereich, in der menschlich bereit auch, weil ich denke, die sind alle Jugendmädchen und sowas und die haben noch nicht so viel Erfahrung. Und durch meine Erfahrung halt, denen dann weiterzugeben, auf dem Platz, außerhalb vom Platz. Und ich kann ganz groß sagen, bisher bin ich ganz zufrieden für jeden Spieler. Und ich denke, die letzten 2 Jahre jetzt haben wir uns hier peu à peu weiterentwickelt. Und ja, im Fußball ist immer was möglich, immer was Neues zu lernen und versuchen wir halt, dieser Neuigkeit immer weiterzugeben. Was die Kapitänin von dem Rest der Mannschaft unterscheidet, hat sie uns selbst erklärt. Wir sind alle Individuen und somit unterschiedlich und da bringt jeder seine Stärken und Schwächen mit ins Team ein. Und das Team lebt von den Stärken, jedoch werden die vermeintlichen Schwächen der anderen durch die Stärken der anderen ausgeglichen und mich unterscheidet eigentlich nur, dass ich die Binde am Arm trage und somit eigentlich der verlängerte Arm des Trainerteams bin. Aber beziehungsweise soll das Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer sein. Aber eigentlich bin ich wie alle anderen auch. Die Mannschaft beschreibt die Kapitänin als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer bzw. Schiedsrichter und als Vorbild sowie Führungsperson. Auch hier haben wir wieder sowohl den Trainer als auch die Kapitänin darum gebeten, eine Reihe von Faktoren hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Mannschaftserfolg zu ordnen. Dabei steht sowohl für den Trainer als auch für die Kapitänin die Disziplin der Mannschaft an erster Stelle. An zweiter Stelle steht für den Trainer die Taktik, die Kapitänin nennt hier den Teamgeist. Den Teamgeist sieht der Trainer auf dem 3. Platz, während für die Kapitänin hier die Autorität des Trainers steht. Im mittleren Feld sehen beide die individuelle Leistungsfähigkeit der Spieler, die Fitness sowie das Vertrauen in den Trainer. Die Autorität des Trainers spielt für den Trainer selbst keine sehr große Rolle, während die Kapitänin dies als einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren ansieht. Die Motivation sieht die Kapitänin auf dem 4. Rang, während der Trainer diese eher im mittleren Feld ansiedelt. Was das Pampern einzelner Teammitglieder angeht, sind sich Trainer und Kapitänin einig. Als Erfolgsfaktor spielt es kaum eine Rolle.
Abschließend wollten wir erfahren, wie der Trainer seinen Führungsstil beschreibt und was die Erwartungen und Einschätzungen der Kapitänin und der Spieler seinen Führungsstil betreffend sind. Coach Taifur gibt an, dass er in der Vorbereitungsphase auf gleichermaßen sehr stark ausgeprägte Beziehungsorientierung und Mannschaftsorientierung setzt. Am Wettkampftag ändert sich für den Trainer lediglich das Ausmaß der Beziehungsorientierung, die ein klein wenig verringert wird. Dies gilt auch für die Phase der Nachbereitung. Die Mannschaftskapitänin beschreibt den Führungsstil ihres Trainers als in höchstem Maße beziehungsorientiert und aufgabenorientiert. Die Mannschaft beschreibt den Führungsstil als im gleichen Maße stark beziehungs- und stark aufgabenorientiert. Insgesamt sehen somit sowohl der Trainer selbst als auch die Kapitänin und die Mannschaft den Führungsstil des Trainers im Bereich des Teammanagers, bei dem sowohl die Aufgaben als auch die Beziehungsorientierung gleichermaßen stark ausgeprägt sind. Ja, danke an den Verein für die Kooperation und für die Einsatzbereitschaft. Ihr habt euch echt viel Zeit genommen. Danke nochmal auch an den Trainer Taifur Diane und die Spieler. Ja, jetzt habe ich noch einen Studiogast bei mir, den Johannes, den du dich einmal ganz kurz vorstellen möchtest. Ja, gerne. Mein Name ist Johannes. Ich bin 28 Jahre alt. Ich studiere hier an der Universität Betriebswirtschaftslehre im Masterstudiengang und bin Fußballschiedsrichter. Okay. Den Trainer, den wir eben im Video gesehen hast, der Taifur Diane, ich glaube, der hat mal hier in Saarbrücken gespielt, ne? Genau, das war ein aktiver Spieler in Saarbrücken, weiß gar nicht genau vor wie langer Zeit, aber ich denke so 4-5 Jahren ist es schon her. Genau. Genau, und du hast auch eben noch vorhin zu mir gemeint, du kennst auch eine Spielerin von dem Verein. Ja, die Alessia Jochum, die ist zufällig auch bei uns in der Schiedsrichtergruppe, wo ich tätig bin, auch Schiedsrichterin. Ach so, dann kennst du ja schon einen Teil der Mannschaft. Genau, also die okay. Alessia. Ja. Aber hast du die Mannschaft schon mal gepfiffen? Nee, die habe ich nicht gepfiffen. Nee. Okay. Also ist auch grundsätzlich so, in der Klasse, die spielen ja quasi schon im Profibereich, dann pfeifen auch keine Schiedsrichter, die hier im Saarland sind. Okay, wie lange bist du denn schon Schiedsrichter? Ich bin jetzt im 8. Jahr. Okay, und warum bist du Schiedsrichter und wie kam es dazu, dass du damit angefangen hast? Ja, also ich habe in der Jugend selbst Fußball gespielt, dann so nach der C-Jugend aufgehört, eine längere Pause gemacht und mit Anfang 20 über einen Freund, der auch Schiedsrichter ist, auf die Schiedsrichterei wurde ich aufmerksam gemacht und vielmehr auf einen Anwärterlehrgang, den ich dann auch besucht habe und habe dann auch relativ schnell Feuer gefangen. Also es war wirklich so, dass mir das von Anfang an viel Spaß gemacht hat, weil ich auch das Entscheiden liebe und mache das ganz gerne und dann kann man das mit der Schiedsrichterei gut verbinden und man hat auch eine schöne körperliche Betätigung noch dabei. Ja, genau. Ja. Und wenn du auf dem Platz bist, was ist dir wichtig? Also was ist dein Ziel oder was überlegst du dir vorher, was du bei dem Spiel gerne hättest? Okay, also es fängt im Vorfeld so an, ich schaue mir die Tabelle an, handelt es sich eventuell um einen Abstiegskampf oder geht es um Spiel um die vorderen Plätze, ist es eventuell ein Lokalderby, also das ist quasi die Vorbereitung im Vorfeld. Dann während dem Spiel sind mir eigentlich zwei Punkte sehr wesentlich. Das ist der erste Punkt, der zu nennen ist, dass es so ist, dass ich möglichst alle Regelwidrigkeiten erkenne und die dann auch entsprechend ahnde. Und der zweite Punkt, der generell für den Schiedsrichter wichtig ist, nicht in den Mittelpunkt zu rücken, sondern eher im Hintergrund agieren, also quasi Führung aus dem Hintergrund. Okay, und wenn du dort auch verschiedene Mannschaften hast und dich darauf vorbereitest, ist das eher so, dass du dich an die Mannschaft anpasst oder die Mannschaft sich deiner Leitung hingeben muss oder okay. Sollte? Ja, das kommt so ein Stück weit drauf an. Mir ist es eigentlich auch immer wichtig, berechenbar zu sein, also quasi, dass die Mannschaft immer weiß, wie ich in welcher Situation entscheide. Dass ich mich der Mannschaft anpasse, gibt es ein gutes Beispiel, und zwar ist das die Vorteilsregel. Ich bin also eigentlich ein Typ, auch als Spieler gewesen, der immer gern mit Vorteil, also wenn quasi eine Mannschaft gefoult wurde, dann aber im Ballbesitz bleiben, dass es kein übermäßig hartes Foul war, dann weiterspielen. Aber da ist es so, dass ich dann durchaus, wenn ich merke, die Mannschaft möchte das nicht, die möchte dann doch lieber das Foul haben, also möchte nicht weiterspielen, dann versuche ich mich schon ein Stück weit anzupassen und sagen, okay, dann pfeife ich lieber bei der nächsten Situation das Foul und dann gibt es keinen Vorteil. Also das ist so ein bisschen dann mein Credo, wie ich da an die Sache rangehe, genau. Okay, also steht auch vor allem im Vordergrund, dass die dabei sich wohlfühlen und dass die Spaß haben. Genau, das ist wichtig. Also die Mannschaften sollen im Vordergrund stehen, nicht der Schiedsrichter. Es geht eher darum, quasi nur wenn nötig ist, einzugreifen. Das ist okay. Und wenn du dann so ein Spiel leitest, wir haben ja eben auch in dem Beitrag gesehen, es gibt Beziehungsorientierung, Aufgabenorientierung.
Wenn du dich jetzt so selber einschätzen würdest, suchst du oft die Kommunikation zu den Spielern oder leitest du das Ganze durch Karten, durch Pfiffe und Gestik, Mimik? Wie ist da so dein Verhältnis? Es kommt immer ganz drauf an, sehr situativ, würde ich sagen. Ich bin der Typ, der die ersten 15 bis 20 Minuten mal guckt, das Spiel so ein bisschen abtastet, wie sind die Spieler drauf, was erwarten sie auch vielleicht von dem Schiedsrichter ein Stück weit. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt kann man hier doch mal auch in die zwischenmenschliche Ebene eingehen, man kann mal einen Spruch quasi bringen, man kann mal so ein bisschen mit den Spielern reden, dann mache ich das durchaus. Aber wenn ich merke, nee, die Spieler akzeptieren das nicht so, sie sind zu sehr im Modus drin, möchten da nicht quasi gestört werden, dann halte ich mich da auch eher zurück und bin dann eher aufgabenorientiert und greife dann nur ein, wenn nötig ist, wenn dann quasi durch Fouls oder irgendwelche Regelübertretungen, die ich dann ahnden muss. Genau. Also musst du quasi immer situativ zu den Spielen handeln und auch von Liga und allem möglichen unterschiedlich. Genau, das ist sehr situativ, würde ich auch sagen. Dann merkt man natürlich auch einen deutlichen Unterschied zu den unteren Klassen im Verhältnis zu den oberen Klassen, dass man in unteren Klassen oftmals auch mehr pfeifen muss, weil dann vielleicht auch das Spiel ein bisschen körperbetonter ist, ein bisschen ruppiger. Und in den oberen Klassen wird dann, wie eben angesprochen, vielleicht so ein Vorteil auch eher nochmal angenommen. Dann kann man auch eher nochmal so ein bisschen quasi die Zügel ein bisschen locker lassen. Okay. Genau. Und wenn du jetzt, du hast auch im Video gesehen, es gab verschiedene Typen. Wenn jetzt ein Trainer mehr aufgabenorientiert ist und wirklich der Erfolg der Mannschaft im Vordergrund steht und dann gibt es andere Mannschaften, da geht es um Beziehungsorientierung und den Spaß, kann man vielleicht so ein bisschen verbinden. Denkst du, das wirkt sich von Trainer auf Spieler aus und wirkt sich das vielleicht dann auch noch von Spieler auf dich irgendwie aus? Ja, also grundsätzlich gilt immer zu sagen, egal wie der Trainer sich verhält, das hat immer einen Einfluss auf die Spieler. Da ist es also so, dass die Spieler das durchaus adaptieren. Das heißt also, ein Trainer, der draußen sehr, sagen wir mal, aggressiv ist, auch die Entscheidungen vom Schiedsrichter sehr häufig kommentiert und auch vielleicht dann vermeintliche Fehlentscheidungen dann sehr hart kommentiert, das nehmen die Spieler dann auf, die fangen dann auch oft an, dann die Entscheidungen dann eher kritisch zu kommentieren. Das merkt man sowohl, sehr wohl. Und man merkt aber auch das andere Extrem, wenn der Trainer ruhig, gelassen ist, besonnen ist, dass sich das dann auch dementsprechend auf die Spieler auswirkt, die dann eher vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender agieren. Oder man kennt dann oft, wenn ein Trainer von draußen ruft, kein Foul in der Situation, kein Foul, also die Spieler dann wirklich auffordert, das wird dann auch durchaus angenommen. Also vielleicht in Bezug auf die Trainer gibt es also auch in dem Hintergrund aufgabenorientiert, beziehungsorientiert noch was zu sagen. Man kann also grundsätzlich zwischen zwei Trainertypen da vielleicht auch unterscheiden. Es gibt eher so der Trainertyp, der von vor dem Spiel schon mal so ein bisschen die Philosophie vorgibt, den Rahmen vorgibt und dann relativ wenig eingreift während dem Spiel, nur korrektiv, wenn er merkt, irgendwie, da muss er was machen. Dann gibt es aber auch Trainertypen, die wirklich von der ersten bis zur letzten Minute quasi wirklich jede Entscheidung mehr oder weniger übernehmen, dann quasi sagen, bitte du Nummer 7, schießt den Eckball, du schießt jetzt das, du das, du das. Also da gibt es die zwei Typen eigentlich, die da... Okay, und das wirkt sich dann auch so aus, wie du das Spiel leitest oder achtest du auf solche Dinge? Ja, ich passe schon so ein bisschen drauf auf, also weil in der Regel ist es ja so, dass quasi von der Chronologie her es beim Trainer anfängt und dann nimmt man das so ein Stück weit auf und dann versucht man dann halt vielleicht auch schon frühzeitig auf den, je nachdem wie der Trainer sich verhält, auch auf den Trainer einzuwirken, wenn er dann zu aggressiv wird, zu häufig vielleicht die Coachingzone verlässt oder auch vielleicht mit der gegenüberliegenden Trainerbank dann irgendwie in Disput gehen möchte, dann versuche ich da schon so ein bisschen antizipativ auch einzugreifen. Ja. Okay, also es kommt auch durchaus vor, dass du mit den Trainern agieren musst und dich auch mit denen auseinandersetzen genau, musst? Genau, durchaus. Also der Trainer kann zwar keine rote Karte in dem Fall bekommen, wie ein Spieler das, oder auch keine gelbe Karte, aber sieht man in der Bundesliga häufig auch, dass ein Trainer durchaus auf die Tribüne muss. Jetzt in den Unterklassen haben wir keine Tribünen, dann geht es hinter die Barriere. Das kommt durchaus auch mal vor, ja. Das, okay. Und wie ist das dann für dich, mit solchen Situationen umgehen? Hast du da dir irgendwas mitnehmen können, was du auch fürs Berufsleben oder so in der Art mitnehmen kannst? Also diese Verantwortung, so das? Ja, das ist durchaus ein guter Punkt. Also genau, das ist auch so, dass ich mich am Anfang noch so ein bisschen davor gescheut und dann eher so ein bisschen die Trainer agieren lassen und oftmals auch zu spät eingegriffen.
Was ich also hier wirklich für mich auch gewonnen habe, ist quasi Konfliktmanagement, wie man da mit solchen Situationen umgeht. Man muss immer so sehen, in den unteren Klassen bin ich auch alleine unterwegs, also bis zur Landesliga. Dann hat man auf beiden Seiten 11 Spieler, dann noch 3 Auswechselspieler in der Regel auf beiden Seiten, dann die Trainer noch und dann also in Summe so um die 30 Personen. Und das schult einen schon dann dementsprechend. Ja, das glaube ich. Genau. Da kannst du bestimmt einiges. Ja, das ist ganz gut. Ja. Weißt du schon, was du ungefähr machen möchtest nach dem Studium? Da bin ich noch ein bisschen offen. Also eine Schiedsrichterkarriere, die ist jetzt leider, das ist ein Stück weit zu spät jetzt für mich. Okay. Da bin ich ein bisschen zu alt, also rein hobbymäßig. Ja. Mal gucken. Also ich habe jetzt gestern meine Masterarbeit abgegeben. Okay. Mal gucken, bin ich noch ein bisschen offener in der Findungsphase ein Stück weit. Ja. Okay, und wir haben jetzt hier eine Damenmannschaft gesehen. Würdest du sagen, dass es da gewisse Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen jetzt beim Pfeifen auch oder beim Verhalten dir gegenüber? Mhm. Oder dann noch als drittes vielleicht zwischen Trainer und Spieler? Okay, also ich habe jetzt in meiner eigenen Karriere erst so circa eine Handvoll Damenspiele gepfiffen. Die waren dann auch eher aus den unteren Klassen. Da habe ich halt deutlich gemerkt, dass die Trainer hier in den Spielen, die ich geleitet hatte in der Vergangenheit, dann doch noch häufiger auch eingegriffen haben. Also weil viele der Spielerinnen nicht wie im Herrenbereich von jung auf dann mit dem Fußball quasi aufgewachsen sind, sondern eher so ein bisschen später dazugekommen sind. Also da war es dann eher so, dass dann dieses aufgabenorientierte, also sachorientiert, dass man dann halt wirklich viele Anweisungen von außen gegeben hat und das war so der Unterschied. Vielleicht auf der emotionalen Ebene vielleicht auch noch ein Unterschied zu den Herren, vielleicht ist das erwähnenswert, dass man sagt, okay, die Frauen sind oftmals nicht so explosiv, die nehmen das ein bisschen gelassener auch an, oder ja. Ein bisschen steht der Spaß vielleicht ein Stück weit im Vordergrund wie bei dem einen oder anderen aktiven Spieler im Herrenbereich. Ich glaube, das kann man auch so unterstreichen, wenn man schon beide Mannschaften mal Genau. Ja, dann bei dir auch nochmal die Frage, was ist dein Lieblingsverein beim Fußball? Hast du da einen Lieblingsverein? Ja, den habe ich, das ist Borussia Dortmund. Ja. Ist mein Lieblingsverein, bin damit also auch in der Jugend quasi dann aufgewachsen und schon immer Dortmund-Fan gewesen. Also das ist mein favorisierter Verein, genau. Okay, und hast du auch einen Lieblingsspieler? Also ich hatte früher mal einen Lieblingsspieler, aber also wenn ich selbst Fußball spiele, war ich mal Torwart gewesen, dann war der Jens Lehmann immer mein Lieblingsspieler gewesen, aber seitdem er die Karriere beendet hat, war eigentlich jetzt kein so Lieblingsspieler mehr. Ja, bei Jens Lehmann, das war doch der bei der WM oder EM mal in so einen Zettel im Schienschoner hatte oder in Beinschoner und dann wusste, in welche Richtung er springen soll. Genau, das war gegen Argentinien damals, glaube ich, gewesen, mit den Namen der Strafschützen und dann die Richtung. Ja, genau. Ja, richtig. Schöne Anekdote. Ja. Dann vielen Dank für deine Eindrücke nochmal und viel Erfolg als Schiedsrichter. Super. Und du spielst ja auch selber Fußball. Dir viel Erfolg dann in deiner Mannschaft. Alles klar, vielen Dank. Ja, danke. Dankeschön, auch. Super. Tschüss. Danke. Danke. Ja, habe ich vorher euer Interesse geweckt am Tipps und Tricks-Beitrag? Wenn ja, ihr müsst nicht mehr lange warten. Der heutige Beitrag zeigt euch Ideen, wie ihr mit wenig Aufwand eine tolle Atmosphäre schafft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen, natürlich auch beim Ausprobieren. Hier unser Tipps und Tricks-Beitrag Weihnachtsdeko. Heute haben wir für euch einfache Weihnachtsdeko-Tipps, die man schnell selber machen kann. Erstens, Weihnachtskugeln im Weinglas. Thank you.
zweitens die Weihnachtsvase. Drittens, der Weihnachtsteller. Viertens, die Do-it-yourself-Schneekugel. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Ich finde, die Weihnachtstipps und die Tipps- und Tricks-Beiträge werden auch immer besser und immer schöner anzusehen. Und ich finde, da sind immer super Tipps dabei. Danke an die Leute, die in unserem Team die Tipps und Tricks immer wieder machen. Ja, ich wünsche euch auch schöne Weihnachten und schöne Feiertage. Aber wir sehen uns nächste Woche auch noch einmal dort. Haben wir ein Weihnachtsspecial-Sendung mit Herrn Scholz und werden ein paar Gäste aus unserem Lehrstuhl noch einladen und ein paar Videos aus dem letzten Semester euch zeigen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, jetzt sind wir wieder am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Und dann sehen wir uns nächstes Mal, nächsten Mittwoch um 18.18 Uhr auf orga.tv.